So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und natürlich, erstmal ging es gestern um die Skin-Verlosung, hat alles zum Glück wunderbar funktioniert. Wir haben mit euch zusammen den Sturmkönig, ich glaube, zwei oder dreimal gelegt. War nicht ganz so einfach, weil es haben anscheinend doch einige Probleme damit, wie man das richtig macht. Aber ich sag ganz ehrlich, ich hatte da selber Probleme. Aber natürlich jetzt danke für 1500 Abonnenten. Und ich muss mich entschuldigen für meine Stimme, aber leicht erkältet. Aber natürlich werde ich euch trotzdem den Shop zeigen und so weiter. So, jetzt kurz in eigener Sache. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich Skins verschenke. Das war halt jetzt gestern gewesen, weil da hatten wir uns drauf geeinigt. Wegen den 1000 Abonnenten. Alles klar, Skin wird rausgehauen. Wie gesagt, die Geschichte war gestern. So, jetzt geht's mal kurz um was anderes. Wir gehen auch direkt rein gleich in den Shop und da werde ich euch auch zeigen, warum ihr bitte mit mir befreundet sein müsst, wenn ihr einen Skin haben wollt. Nämlich, wir gehen kurz rein in den Shop, wir gehen auch direkt näher auf den Shop ein, aber kurze Sache. Als Geschenk kaufen, und hier seht ihr schon, dem Tristan, der ist anscheinend heute erst dazugekommen oder gestern. Ich kann ihm erst was schenken in 2 Tagen. Das bedeutet, wenn ich ein Gewinnspiel mache oder eine Verlosung, ihr müsst mit mir schon befreundet sein. Also, wenn ihr noch nicht mit mir befreundet seid, aber wollt unbedingt was gewinnen, schickt mir einfach eine Freundesanfrage, weil das ist einfach, es muss gemacht werden. Ansonsten kann ich euch an dem Tag nichts schenken. Weil dann ist die Frage, entweder nehme ich dann einen anderen, mit dem ich schon was schenken kann, oder wir müssen 2 Tage warten, bis der Shop sich aktualisiert hat, beziehungsweise die 2 Tage rum sind. Also, wie gesagt, wenn ihr was gewinnen wollt, schickt mir gerne Freundesanfrage. Ich zeige es euch heute noch mal ganz kurz. Einfach, ihr müsst hier oben links hin, Freunde hinzufügen, hier oben YT Unterstrich und dann Family Hack. Weil einige kriegen das halt einfach irgendwie, guck mal, ich sehe, ist total anders geschrieben als mein Name. Zack, du kannst dich nicht selbst als Freund annehmen. Also wie es geschrieben ist, ist egal. Ob groß, klein, aber es muss natürlich alles in der Reihenfolge sein. So, wie gesagt, Abo dalassen, Glocke aktivieren wäre vielleicht auch sinnvoll. Dann siehst du auch direkt, wenn ein neues Video von mir kommt. Und wie gesagt, ich mache für euch wirklich alle Aufgaben. Ich habe schon jetzt mehrere Komplimente bekommen, dass ich das mache. Aber ich habe gesagt, ich mache alle Aufgaben. Nicht nur die, die Klicks bringen, sondern auch die einfachen Aufgaben. Weil ich denke immer, wir haben auch jüngere Zuschauer. Deshalb mache ich das Ganze halt so. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop. Und wie gesagt, sorry für meine Stimme, aber leichte Erkältung anscheinend in den Knochen. Wir haben den Skulltruber wieder drin. Natürlich in allen Varianten mit den Aufgaben. Ich bin gerade mir selber überlegen, ob ich ihn mir nicht doch holen soll. Aber da ist auch die Frage, die männliche Variante oder die weibliche? Wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr die weibliche nehmen oder die männliche? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ohne Quatsch, da bin ich gerade selber am Überlegen. Weil ich weiß nicht, er kommt mir ein bisschen zu kräftig vor. Da würde ich mir vom Gefühl her lieber sie, aber bei ihr gefällt mir das Gesicht halt nicht. Aber wir spielen die ja von hinten. Von daher wäre eigentlich die Variante besser. Aber ich bin da echt hin und her gerissen. Also wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob weiblicher oder männlicher. So, dann haben wir natürlich sie auch drin. Dann die Schädelsichel. Kurzer Effekt. Oh, die sieht natürlich nice aus. Also wie gesagt, die hier ist eine Pickaxe. Warte, kurz die Maus finden. Mit den verschiedenen Varianten. Also ihr müsst nicht alle drei kaufen, sondern die hat verschiedene Varianten. Hört sich aber natürlich mal gleich an. So, was haben wir noch? Sargsegler. Komm, guck raus. Haben wir auch in 2 verschiedenen Farben. Einmal in Blau. Also, das haben wir schon gesehen. Komm, mal auf. Hier seht ihr das leicht blau und hier ist es mehr grün. Aber den Unterschied werdet ihr eh kaum sehen. Und man sieht es halt an den Flügeln. So, dann der. In meinen Augen hässlichste Rucksack, den wir haben. Also mir persönlich gefällt der überhaupt nicht. So, heute ist nämlich ein bisschen mehr im Shop drin, deshalb gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Brainiac haben wir immer noch im Shop. Wie gesagt, hat 2 verschiedene Varianten. Einmal die hier und einmal
Die hier. So, dann, sie ist immer noch drin, weil viele Angst hatten, na, der ist nur einen Tag drin. Ich habe direkt gesagt, Epic Games macht nicht den Fehler. Und die lassen das wahrscheinlich, am Montag kommen sie erst raus aus dem Shop. Also die werden bestimmt noch 100 Pro morgen auch noch drin sein. Weil die wissen genau, ah, die Kinder müssen erstmal fragen und. So, das waren halt die zwei. Und dann, hier drauf haben auch viele gewartet. Nämlich sie. Sie ist halt wirklich, das ist halt ein geiler Skin irgendwo. Weil im Spiel wechselt dieser Skin sein Aussehen. Ihr seht, zack. Also das ist echt mal, ich weiß nicht, hatten wir überhaupt schon mal so einen Skin? Bin ich echt schon überlegen, ob ich mir nicht die holen soll. Natürlich ist, warte mal, die Vorschau. Ja gut, einmal das Gesicht. Also wie gesagt, die wechselt im Spiel ihr Aussehen. Das ist echt nicht schlecht. Also ich glaube, so einen Skin hatten wir noch überhaupt nicht. So, was haben wir noch? Dann haben wir die Hexologie-Hacke. Sound. So, dann der unnötigste Skin. Also ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der gesagt hat, oh, der ist cool. Halt die Banane, hier unten das Hirn im Bauch. Könnte ja eine Anspielung auf die Männer sein. Die Älteren unter euch werden verstehen, was ich meine. Dieses Emote ist automatisch mit drin. So, dann haben wir den El Toro Dante. Einmal männliche Variante, einmal weibliche Variante. Naja, ja, wer es mag. Das sind Farben, die passen mir überhaupt nicht. Dann, wonach mich zurzeit alle anbetteln in den Kommentaren, die Sense. Es ist einfach, weil wo die rauskamen und auch in anderen Videos von anderen YouTubern, sie wird einfach immer noch am meisten benutzt. Also ist, in meinen Augen ist es, glaube ich, die beliebteste Sense, die wir überhaupt haben. Dann eine neue Lackierung, verhext. Da müssen wir natürlich direkt wieder aufs Boot. Also ganz ehrlich, ich finde die nicht so toll. Das sind halt irgendwie Farben, die mir überhaupt, also schon gefallen, aber in der Zusammensetzung, ne, ne, nicht meins. Und dann haben wir zombifiziert. Man kennt ihn. Ja, ist aber ein Fortbewegungs. Also inzwischen haben wir immer mehr Sachen. Das ist nämlich ein Fortbewegungs. Also man rennt dann so durch die Map. Dann haben wir fürchterliche Fang. Den Tanz finde ich echt geil. Auch die Musik finde ich geil. So, nochmal als kleine Info. Wie gesagt, gerne mir eine Freundesanfrage schicken. Weil ihr seht, wir haben einige noch dabei. Dem könnte ich erst morgen was schenken. Dem auch. Da sind halt einige dabei, die frisch dabei sind, um Gottes Willen, nichts dagegen. Aber ihr müsst halt länger mit mir befreundet sein. 2 Tage halt mindestens. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Und in dem Sinne sage ich wie immer, gebt nicht so viel Geld aus. Denn ihr habt doch noch ein anderes Leben, nämlich vor der Haustür. Und in dem Sinne sage ich mal, haut rein und viel Spaß.